Zum 63. Male präsentiert Nürnberg Ideen, Erfindungen, Neuheiten in dieser Halle hinter mir. 750 Erfindungen aus 30 Ländern sind es und ich stelle ein paar wenige vor, die vor der Messeeröffnung gezeigt wurden. Kommen Sie mit, viel Spaß! Hallo, ich heiße Moritz Dufner und ich habe ein Eisrettungssystem erfunden. Dieses System funktioniert durch Pressluft, die hinten an einer, von einer Atemschutzflasche sowie die Feuerwehr besitzt. Durch das wird das System betrieben. Es strömt die Druckluft hier vorne rein. Und durch den Druck bläht sich der Schlauch auf, rechts und links, und schiebt sich von den zwei Rollen von diesem Druck vorne nach vorne ab. Das ist die zu rettende Person, wo geborgen wurde, wird dann auf die Trage gezogen und dann von den Helfern hier hinten zurückgezogen. Auf diesem Gerät sind ca. 20 Meter. Und es gibt es in 30, 50 und kann über 100 Meter ausgefahren werden. Sie sehen, das System ist klein und komfortabel und kann in jedem kleinsten Bus transportiert werden. Mein Name ist Günter Pötner, ich komme von der Firma Polycare und wir haben hier einen Stein entwickelt, wo die Grundbasis Wüstensand oder auch Sand von Abraum sein kann, weil wir das Ziel haben, für Entwicklungsländer dementsprechende Unterkünfte zu schaffen, beziehungsweise auch Notunterkünfte für Gebiete nach Katastrophen. Die Steine sind aus Polymerbeton. Das heißt, wir haben also jetzt hier einen Anteil von rund 87% Sand und 13% ein normales Polyesterharz. Wobei das Besondere ist eben, dass wir eine Rezeptur entwickelt haben, dass wir Wüstensand als Füllstoff nehmen können. Das heißt, wir können also in den armen Regionen, in diesen Wüstenregionen, können wir dann Sand von vor Ort nehmen und haben keine großen logistischen Aufgaben noch zu bewältigen. Wir können hier mit dieser Grundleiste dementsprechend auf verfestigten Boden ohne ein Fundament unten drunter, können wir dementsprechend hier dann mit diesen Gewindestangen eine Verbindung herstellen, sodass wir die einzelnen Steine, die ja im Prinzip schon fast wie Lego aussehen, hier dann aufeinander gesteckt. So, jetzt kann dann hier der nächste Stein draufgesetzt werden. Und dadurch, dass ja der Polymerbeton dementsprechend resistent ist gegen Chemikalien und auch nicht Wasser aufnimmt, ist es natürlich äußerst günstig, diese Außenhaut, und absolut langlebig. Indem man die nächste Gewindestange dann wieder hier oben über diesen Verbinder draufsetzt, hat man natürlich dann eine Verbindung, die man in die Höhe unendlich nehmen kann. Oben haben wir dann eine Abschlussleiste, wo das Dach aufliegt, wo gleichzeitig dann eine geschlossene Fläche ist, wo man dann mit Schrauben eine dementsprechende feste Verbindung herstellt, sodass die statische Standsicherheit gegeben ist. Und damit kann man innerhalb kürzester Zeit, wir haben hier mal so ein Musterhaus jetzt, das ist nach UNESCO-typischen Größen und Richtungen vorgegeben, können wir hier dieses Haus innerhalb von 2 Tagen mit 3 ungelernten Kräften aufbauen. So, hallo, mein Name ist Diana Gullmann, ich komme von der gewerblichen Schule in Greilsheim und bin hier mit meinem Team. Wir haben im letzten Jahr ein Einkaufsnavigationssystem entwickelt. Wie funktioniert das? Okay, man kommt in den Laden, bekommt ein solches Navigationssystem. Hier über die Produktsuche kann man Produkte auswählen, zum Beispiel Milch. Produkt hinzufügen und dann finden wir das auf unserer Liste. So, hier sehen Sie die Milch. Nun gibt es ja auch viele Menschen, die eine Lebensmittelintoleranz haben oder eine Lebensmittelallergie. Und für diese haben wir den Produktfilter entwickelt. Hier kann man zum Beispiel auswählen, dass man gegen Zitronensäure allergisch ist
und kann dann auswählen, dass es eine Warnung ausgibt. Man könnte auch noch eine Fehlermeldung auswählen. Wenn das grüne Symbol erscheint, dann heißt es einfach, dass man keine besonderen Einstellungen zu dem Inhaltsstoff hinterlegt hat. Und dann kann man wieder zur Einkaufsliste gehen. Und wenn wir jetzt ein Produkt hinzufügen wollen, dann zeigt es hier bei den Happy Cherries das Warnsymbol an. Das heißt, dass in den Happy Cherries dieser Inhaltsstoff enthalten ist. Und jetzt, wenn wir es trotzdem hinzufügen möchten, dann bekommen wir eine Warnmeldung. Und dann können wir entweder sagen, wir wollen das Produkt trotzdem mit aufnehmen, dann drücken wir einfach hier und dann ist es jetzt drin. Wenn man dann fertig ist mit der Einkaufsliste, dann wählt man hier das Übersichtskarte aus. Und jetzt zeigt es hier, überall wo das Symbol ist, sind jetzt Produkte, die wir gerade eben in unserer Liste aufgenommen haben. Das berechnet dann den schnellsten Weg durch den Laden. Und jetzt werden Sie sich sicher fragen, was es dann für einen Sinn macht für den Einkaufsladen. Weil eigentlich sind die ja genauso ausgelegt, dass man überall mal war. Dass man möglichst noch 10 andere Produkte einkauft, wie man eigentlich ursprünglich wollte. Und genau dafür haben wir uns ausgedacht, dass der Laden auf Sonderangebote hinweisen kann. Und zwar zeigt es dann hier am Navigationssystem, wenn jetzt in dem Regal hier zum Beispiel ein Sonderangebot wäre und wir uns jetzt langsam darauf zubewegen, dann leuchtet da ein anderes Symbol auf und zeigt an, dass hier in diesem Regal etwas im Angebot ist. Ja, mein Name ist Klaus Röhrig aus Wuppertal. Und ich habe diesen Schlummerengel entwickelt. Das ist meine jüngste Tochter, mit der wir das jetzt eine längere Zeit ausprobieren konnten, über 9 Monate. Und es hat sehr gut funktioniert. Also man legt sie rein und sie schläft dann 1 bis 2 Stunden lang, manchmal sogar 3. Er läuft über einen kleinen Motor mit einem Exzenterhebel und einem Seilzug und macht eben diese vertikale Bewegung. Dieser Schlummerengel arbeitet in 2 Stufen. Eine etwas langsamere, ruhige Stufe und eine etwas schnellere. Und wird in der Weiterentwicklung auch mit Akku erhältlich sein. Das Kind wird also reingelegt und durch diese sanfte Bewegung schlafen die verhältnismäßig früh ein. Und man hat eben auch die Möglichkeit, das Körbchen aus dem Kinderwagen dort dran zu hängen, um das Kind dann ganz horizontal hinzulegen und das dann eben auch für die Nacht zu benutzen. Dieser Hebel drückt gegen die Steckdose. So kann die Steckdose ganz leicht geöffnet werden. Er muss an der Steckdose vorher befestigt werden, bevor man ihn zusammenführt mit der anderen Steckdose. Aber dann kann man ihn auch ganz leicht öffnen. Und uns ist aufgefallen, dass die meisten Augenunfälle durch Metallpartikel entstehen, die beim Schleifen von Blechen oder anderen Metallen ins Auge gelangen, weil es einfach vergessen wird, dass eine Schutzbrille aufgesetzt wird. Jetzt sind wir auf die Idee gekommen, dass sich ein Schlafdruck bloß noch anschalten lassen darf, wenn man eine Schutzbrille aufsetzt. Wie funktioniert das? Daraufhin haben wir eben eine Sensorik an die Schutzbrille hingebaut. Und die Sensorik ist auf der Seite hier. Und die Sensorik, die bemerkt das, ob die Schutzbrille getragen wird oder nicht. Also wir haben hier drin einen Funksender mit verbaut, unter der Modelliermasse mit drunter. Und das schickt praktisch ein Signal an einen Empfänger, der ist hier drin verbaut. Und der Empfänger wertet das Signal aus und gibt das Relais frei oder eben nicht. Also praktisch kann bloß noch geschliffen werden, wenn man eine Schutzbrille trägt. Wenn das Fenster normalerweise montiert wird, würde es rauskippen. Das ist natürlich nicht praktisch. Der Herr Kleinbühlen hat dafür diese Zwinge entwickelt, die wir am Fensterrahmen befestigen. Wir bestimmen den Abstand des Rahmens zum Mauerwerk und dann wird eine Gegenschraube an der Innenseite des Mauerwerks befestigt. Und jetzt kann ein Monteur alleine das Fenster montieren. Er braucht nicht mehr einen Helfer, der von außen das Fenster festhält. In diesem Bereich sitzt die Wärmedämmung hinterher. Wenn das Fenster wird montiert mit auch von dem Herrn Kleinbühlen entwickelten Ankern.
Diese Anker werden an der Unterkante befestigt des Fensters und in der Seite verschraubt. Und wenn das ausjustiert ist, dann kann diese Zwinge gelöst werden. Wir müssen die Kontermutter etwas lösen, die Sperre rausnehmen und wir können die Außenhalterung drehen und dann durch eine 10 mm schmale Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk die Zwinge entfernen. Und sie ist bereit für den nächsten Einsatz. Das ist ein neuer Staubsaugervorsatz, der auch sehr feine und tiefsitzende Staubpartikel durch hochfrequente Druckluftstöße quasi mühelos aus dem Untergrund befreien kann. Das geschieht durch zwei solche in der Saugbürste montierte Verwirber, die sich hier mit sehr hoher Geschwindigkeit dicht über dem Boden drehen. Durch die starken Druckunterschiede vor und hinter einem vorbeilaufenden Blatt wird jetzt ein verhakter Staubpartikel in Vibrationen versetzt und so regelrecht aus dem Untergrund freigerüttelt. Das hier ist noch ein zusätzliches Saugrohr, das kleine Partikel oder Büroklammern absaugen kann. Die Kleinen sind mal dazu. Ja, das kommt aus der Hubschraubertechnik. Ich interessiere mich sehr für Hubschrauber und bin auch selbst Modellhubschrauberflieger im Kunstflugbereich. Und dadurch ist mir bekannt, dass vor Rotoren und Propellern sehr ungewöhnliche Druckverhältnisse herrschen, die ich hier in meinem Vibradaster einsetze und dann nutze für die Praxis. Wir haben eine Magnetzange erfunden, die dient zum sicheren Entnehmen und Abspülen und wieder Einsetzen vom Schneidebrett. Der Griff dient zum Entnehmen und zum Einsetzen von dem Schneidebrett. Und an der Magnetzange haben wir den Chip befestigt. Den kann man drunter tun und dann kann man hier das aufschrauben. Wir haben halt auch so Schneidemesser zu Hause und da haben unsere Eltern sich halt manchmal geschnitten. Und dann haben wir halt gedacht, dass wir irgendwas dagegen tun müssen. Wir sind im Erfinderclub und da haben wir halt... Also wir wussten halt, dass die magnetisch ist, dann haben wir uns eine Zange aufgemalt mit Magneten und damit das Schneidemesser nicht verkratzt, haben wir noch Tücher rumgemacht. So kann man das dann abspülen, dann tut man den Griff wieder ran, setzt das wieder rein und schraubt es einfach wieder ran. Das Problem besteht darin, dass vor allem an deutschen Nebenstrecken viele unbeschrankte Bahnübergänge sind. Die stellen ein großes Unfallrisiko dar, dadurch, dass nur durch den Pfiff vom Triebfahrzeugführer gewarnt wird. Der kann oft vergessen werden, sollte natürlich nicht. Unser System löst das Problem dadurch, dass es auch theoretisch automatisch den Triebfahrzeugführer den Autofahrer durch einen Warnton warnt. Es gibt dann noch einen dritten Teil unseres Systems, der am Bahnübergang montiert werden könnte, der dann auch noch zusätzliche optische Warnung bietet für Fahrzeuge, die den Empfänger noch nicht besitzen. Unser System ist, wenn es hochkommt, vielleicht im unteren vierstelligen Bereich. Eine normale technische Bahnübergangssicherung mit Schranken oder Halbschranken und Andreaskreuz kostet ca. 52.000 Euro. Ich habe hier ein neues Fahrradpedal. Und zwar, Problem ist normal, dass das Pedal senkrecht steht und beim Hochsteigen stolpert man drüber und kann leicht stürzen. Dieses Pedal, ich drehe das mal, das bleibt immer horizontal. So. Weil hier kleine Gewichte sind, kleine Ausgleichsgewichte, die bilden den Schwerpunkt und dadurch bleibt es in dieser Lage. So, jetzt habe ich hier oben auch noch Stahlspitzen, das heißt so Mountainbiker, die können auf dieser Seite fahren. Wenn ich das Pedal umdrehe, dann sind die Ausgleichsgewichte unten und dann ist es in dieser Lage stabil, zum Beispiel wenn man mit Tennisschuhen fährt. So, wenn ich so drehe, dann sieht man, dass das immer horizontal bleibt. Ja, bei meinen vielen Autofahrten ist mir das oft passiert, dass ich gesehen habe, an Unfallstellen standen Warndrecke herum, die man also kaum wahrnehmen konnte. Und da kam eigentlich die Idee, dieses Warnblinklicht zu entwickeln. Den setzt man einfach auf das Warndreieck oben auf und schaltet das Blinklicht ein.
und somit wird das Warndreieck frühzeitig wahrgenommen. Besonders bei schlechten Sichtverhältnissen wie Regen, Schnee oder Nebel. Es tritt des Öfteren das Problem auf, dass man größere bzw. kleinere Eier nicht in einen handelsüblichen Eierbecher platzieren kann. Da hilft die Erfindung aus zwei Hohlzylindern und die vier Seitenwände. Die vier Seitenwände sind verschiebbar nach oben bzw. nach unten. Dann kann man eben größere bzw. kleinere Eier platzieren. Den Schließer los. Und Dübel rausziehen. Vorne ist ein Haken, der wird in den Dübel hineingeschoben. Er rastet ein, das heißt, rastet ein, dann wird dieser Schließer geöffnet. Der arretiert diesen Haken, stabilisiert den Haken und Sie sehen, der Haken schaut oben raus, ganz klein, winzig klein und dann muss man nur noch ziehen. Sie sehen, ich ziehe jetzt mit aller Gewalt und der Dübel kommt dann aus der Wand heraus. Ja. Und hier ist nochmal das Ganze in klein. Und das ist die einfache Form, gleiche Funktion wie hier, mit diesem Hebel hier unten, rein, etwas Druck und ziehen. Kinder haben ja das Problem, dass die nicht auf die Kleiderstange hochkommen. Und der Bügel hier ist viel länger, dadurch können die Kinder das dem Bügel aufhängen. Und dann kann man hier auch zwei oder drei Bügel aufeinander setzen. Und dann hat es noch einen Vorteil, dass man dieses Teil hier getrennt verwenden kann, so wie hier, da kann man dann auch Krawatten hinhängen. Und dann die einfachste Variante ist hier für die Einwegkleiderbügel. Die haben ja normalerweise einen Eisenhaken und hier habe ich dann nur mehr Karton drin. Also es lässt sich auch leicht recyceln, weil kein Metall drin ist. Das ist ein A und ein V. Ja. Und das bedeutet Ars et voluptas, das kommt aus dem Lateinischen. Ars, das ist, heißt Kunst, und voluptas, alles, was mit Lust, Vergnügen zu tun hat. Die Badewanne, die besteht komplett aus natürlichen Materialien. Der Rahmen ist Massivholz und die Auflage ist Naturkautschuk. Wie geht man jetzt in die Badewanne zu einer modernen Badewanne? Ganz einfach. So. Und man kann sich ja auch auf den Bauch legen, was man bei einer ganz normalen Bademann nicht machen kann. Man liegt wie in einem Bett. Und sie passt sich der Körperform an. Das kann man dann hier sehen. Besonders im Sitzen. Kann man da auch zu zweit reingehen? Oder? Nebeneinander und auch, dass jeder auf einer Seite sitzt. Man kann die Badewanne auch ins Wohnzimmer stellen oder auf der Dachterrasse, wenn man Platz hat. Ja, und der Erfinder gibt die technischen Daten preis. Hallo, mein Name ist Thomas Ruff. Ich bin der Erfinder von der elastischen Bade- und Badewanne-Liege. Das Material besteht aus Naturkautschuk, der Rahmen aus Holz. Das ist äußerst bequem, für zwei Personen geeignet. Man kann richtig Wasser sparen damit. Das ist eigentlich mein Grundgedanke gewesen. An dem Ablauf an, wenn da was verstopft sein sollte, können Sie es reinigen. Also ins Siphon kommen Sie hin. Dann man kann auch da einen Wasserzulauf machen, dass quasi geflutet wird über den Überlauf oder über den Ablauf. Das ist Möglichkeiten mit der Verstellung. Drei Wege Kugelhahn montiert und so weiter. Und was spart man an Wasser jetzt? Wenn man eine normale Wanne hat, sind 200, 300 Liter? Ja. Zwei Drittel spart man. Also mit der Wanne können Sie mit 70 Liter ein angenehmes Bad nehmen. Da können wir alle Personen was haben, Kinder rein.